So, deswegen, ich tue mich bei sowas immer sehr, sehr schwer, aber ich versuche es jetzt einfach mal, mich festzulegen. Ich versuche es einfach mal. So, Pflanzen-Pokémon. Lieblings-Pflanzen-Pokémon. Boah, das ist auch schon direkt heavy. Direkt sehr, sehr heavy. Ich gehe halt direkt nochmal komplett durch. Ich habe echt, Gortrom habe ich echt sehr lieben gelernt, aber ich weiß nicht, ob Gortrom jetzt schon irgendwie auf Platz 1 dadurch ist. Aber Gortrom ist schon ein sehr cooles Pokémon. Ich mag auch das Design tatsächlich sehr. Ich schaue gerade, ob es einen Pflanzenpokémon gibt, was ich gerade mehr mag als Gortrom. Ich meine, ich mag Sceptile sehr, Gwaldro auch als Starter. Tropius mag ich tatsächlich auch sehr. Ich liebe das Pokémon, auch wenn es kompetitiv leider nicht gut ist. Gwaldro, Chitara, Schlapfel, der Gute. Sonst spielt mir kein Pflanzenpokémon so richtig krass an. Ich gucke gerade einmal komplett drüber, aber ich glaube tatsächlich, dass mein Lieblingspflanzenpokémon aktuell wahrscheinlich Gortrum ist. Krass. Ich denke schon. Es gibt kein Pflanzenpokémon, was mich mit mehr gerade anspricht. Nee, wir gehen einfach mal für Gortrum, sage ich. Ja, Gortrum, der Wilde. Tracky, der Säulenjunge. Ich hatte das gute Sonnenflora so wild. Weiß man jetzt nicht. Weiß man jetzt nicht. Ich habe die einfach schon seit dem 10., 18. und 17. auf YouTube abonniert. Das ist auch krass. Das ist krass lange her. Feuer-Pokémon. Was könnte denn mein Lieblings-Feuer-Pokémon sein? Oh, was? Arcani? Wer hätte das denn gedacht? XD. Jetzt würden Leute natürlich sagen: Haha, XD, es ist doch Entei. XDD. Nein, Spaß. Arcani, bitte. Dankeschön. Lugok definitiv. Lugok aber auch ein Wilder. Da liebe ich viele. Wasser-Pokémon. Boah. Was ist mein Lieblings-Wasser-Pokémon? Ich feiere Starmie. Der Gen-1er hier. Lantern ist ein cooler. Azumarill. Es gibt viele Wasser-Pokémon, die ich feiere. Aber Lieblings-Wasser-Pokémon aktuell. Sumpex, da bin ich auch wieder so Starter gebunden. Ich liebe Sumpex, ja. Gibt es irgendwas, was ich mehr liebe als Sumpex? Timo ruft dich an. Okay. Hallo Timo, was geht ab? Hallöchen, ich höre dich leider gerade nicht. Warte ganz kurz, ich muss die Kopfhörer wechseln. Hallo Es Timo, jetzt höre stinkt. ich dich. Oh, Hallo scheiße. Timo, ich höre dich. Was geht Present. ab? Ja. Ich habe gehört, du hast wohl weit verloren. Ja, dank eines Freezes und eines Crits. Scheiße. Das ist Ja. nicht schön. Das ist nicht schön. Was willst du mir jetzt erzählen, Timo? Ich wollte dir mein Beileid ausdrücken und dich fragen, Okay. warum oxidieren Äpfel so schnell? Ich verstehe es nicht. Das, dann hast du vielleicht, hast du, ne, musst du besser aufbewahren. Schon wieder Nee, wohl ich weit meine, verloren, was ist schon klar. ich hab eben meinen Apfel aufgeschnitten und jetzt ist der Ach, das übel meinst du, braun von ja. innen. Ja, ist Ist nicht so übel schnell, schlimm. weißt du? Ja, ist doch egal. Kannst du trotzdem Ja, ich habe essen. ihn ja jetzt aufgegessen. Der schmeckt ja trotzdem immer noch gut. Das ist nur, was Aber außen denke mal schmeckt. dran, denke mal dran, auch wenn du jetzt verloren hast, am Ende bist du immer noch besser als Candace. Wer ist Candace? Oh nein, ich hasse dich. Ich hasse dich. Mann, Alter, ich hasse dich einfach. So, ich hasse dich. Ich Ich hab, war es ich hab. nicht, ich war es nicht. Ich war es Ja. nicht, ich war es nicht. Ja. Ey, ich kann es nicht machen, das kann ich Present nicht antun. Tut mir leid. Ja. Present. Ja, Timo. Ich habe Ausraum-Silber verloren. Wo warst du jetzt genau? Nach dem sechsten Orden, ich habe gerade Dingens bekämpft, Charon. Reihumkampf. Oh, böse. Das ist Genau. ätzend. Was machst du jetzt? Ich mache Also. gerade meine Lieblings-Pokémon aus jedem Ich Typen, meine aus so jedem allgemein Typ. wegen Worldwide so. Worldwide ist damit zu Ende. Ich werde irgendwann Echt? eine Hardcore-Nasog anfangen, ja. Das Projekt geht jetzt schon so lange und jetzt nochmal komplett von vorne anfangen. Ja, Das sehe ist ich, sehe so. ich, sehe ich. By the way, ich fange wieder mit Renegade an. Ich habe ja überlegt, Renegade als Hardcore-Nasog zu Hast machen. du Wenn du es Versus anfängst, machen? ja, weiß ich nicht. Ist Renegade okay. Race, ja, ich würde Sieg Wobei, fühlen. könnte man überlegen, aber als Hardcore-Nasog oder wie? Ja, Aber hä, wäre komm, doch richtig wild. können wir mal drüber talken, was wir da machen. Ja, Mach doch ja. Hardcore-Nasog-Race. Könnte man überlegen, actually. Aber Kann dann man ist echt halt die überlegen, Frage, ja. da müssen wir eher die Stunden oder wie zählt, was ist das Race? Weil wenn der eine mehr streamt als der andere, dann, ne, dann müssen wir halt gucken, was Naja. jetzt dann dafür Regeln sind. Yo, Und Renegade festlegen. Soulink wäre aber auch wild als Das wäre Streamprojekt. auch wild. Das wäre Der actually auch Renegade wild. Soulink wäre wirklich wild. Aber das können wir nicht Hardcore Nuzlocken.
Nee, aber ich sag Hardcore Nuzlocke würde ich, glaube ich, so mehr fühlen, so diese Hardcore Nuzlocke Race Geschichte. Ja, okay. Dann schauen wir, wie wir das machen. Dann überlegen wir uns da was. Ja. Okay, klingt nice. Machen wir. Cool. Gucken wir mal. Cool. Cool. Okay, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Wir schauen gerade. Dankeschön. Dankeschön. Dann viel Spaß bei dir. Danke. Dir auch viel Spaß. So. Hallo, Leute. Twitch-Lockerzone. Ja, da könnte man mal schauen. Press schön drauf reingefallen, ja. Schon wieder wohl. Ja, das ist halt, was ist schon wieder? Also das letzte Mal ist lange her. Aber ja. Was will man machen? Was will man machen? Du bist ein Gewinner. Dankeschön. Weißt du, wer schön ist? Present ist sehr schön. Dankeschön, Levi. Dankeschön. Habe einen richtig geilen Apfelkuchen gebacken. Das hört sich nice an. Das hört sich echt nice an. Ja, Hardcore Nuzlocke Race hört sich tatsächlich ganz cool an. Einfach in Game-Spielstunden, dann ist auch egal, ob man speedet. Stimmt, ja, doch. Da müssen wir auf jeden Fall sagen, also müssen wir auch so gewisse Sachen natürlich festlegen, was erlaubt ist. In Pogogen zum Beispiel, ob man da irgendwie eine Items grinden oder so, wegen Items grinden. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt zum Grinden. Es gab jetzt zum Beispiel jetzt die Juwelengeschichte oder irgendwie Steine oder so. Aber ja. Das können wir nicht mehr schauen. Gut, dann Wasser. Leute, was haben wir? Was haben wir hier? Ich hoffe, okay, dass ich Timo schalte. Ja, alles gut. Gar kein Ding, Niklas. War sehr sweet. Kurs geht raus. So, was haben wir noch? Ich gehe mal von unten. Wudaosu ist ein cooler. Bei Kiefer ein cooler. Weil die cool sind, heißt aber natürlich nicht, dass es so meine Lieblings-Pokémon sind. Primarina auch ein wilder. Greninja. Mag ich Greninja mehr? Oh, ich liebe auch Ash Greninja. Bin generell halt ein großer Starter-Fan, muss ich dazu sagen. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Gibt es ein Wasserpokémon, was ich mehr catch? Rotom Warstand habe ich auch eine besondere Verbindung. Floatzel feiere ich das Design extrem. Kyogre. Auch ein guter Milotic. Crawdon. Oh, ich liebe Crawdon. Ist Crawdon mein Lieblingswasser-Pokémon? Boah. Ich feiere Crawdon extrem. Ich habe eine besondere Verbindung schon zu Crawdon. Doch, doch. Ich weiß auch, damals im Anime hatte, glaube ich, Ash Crawdon. Und ich wollte unbedingt einen Krebutak halt auch haben. Aber ich wusste nicht, wo ich Krebskor fangen kann. Als ich ein Kind war. Wie gesagt, ich wusste halt nicht, wo das war. Und wollte es halt immer haben, habe es halt nie bekommen. Und es war immer dieses, man hatte etwas nicht, man wollte es aber unbedingt haben. Und ich habe, wie gesagt, Krebutak deswegen immer schon gefeiert. Hatte ihn auch meine GPL und so. Ich glaube, ich mache einfach mal Krebutak. Auch wenn es da mehr gibt, die ich da sehr feiern würde. Ash hat nur Krebs. Ja, okay, Krebskor, stimmt. Krebskor hat er. Ja. Ich würde auch einen Krebskor haben. Hatte ich einen Gaming-Nudel. Und Krebutak logischerweise dadurch auch. So Basic würde Liam bei Start dann sagen, ja, ich bin halt auch Basic. Megaszenen auch. Ja, Megas gibt es halt auch viele, die ich sehr feier. Normal-Pokémon, okay. Normal ist schwierig. Relaxo, ein Klassiker. Pulgon 2. Eigentlich das normale Pulgon feiere ich sehr. Ich mag auch Geradax sehr. Ah, mein Geradax, der gute. Schlappboy, der gute Zenlong, Tauros. Ich mag auch Letaking extrem gerne. Da kommt wahrscheinlich auch der Gen 3 Boy wieder aus mir raus. Kravum ist auch ein sehr, sehr wilder. Kecleon feiere ich auch. Staraptor, ja, feiert man auch. Pulgon Z feiere ich vom Design extrem. Puh, aber sonst. Quaffaff ist auch ein cooler. Ich bin aber, glaube ich, gerade so ein bisschen bei Letaking, oder? Presofang. Ja, sehe ich. Bisofang muss natürlich fürs Meme eigentlich, aber ist nicht mein Lieblingsnormalpokémon. Muntia ist auch sehr cool, ja. Ich bin, glaube ich, bei Letaking. Ich mag Letaking extrem. Ich packe erstmal Letaking rein. Electric. Ui. Ich glaube. Oh, es werden viele Gen 3 Pokémon hier sein. Mal schauen, ob ich normal noch ändere. Sengo ist auch ein nicer. Ich feiere Volten so sehr. Luxra natürlich ein wilder. Elevoltec auch ein sehr cooler. Ich glaube, Elevoltec. Elevoltec, da hatte ich eine Level X-Karte. Beziehungsweise, glaube ich, zweimal eine Holo-Karte von Elevoltec, die ich sehr, sehr, sehr gefühlt habe. Ich glaube, also die hatte ich halt doppelt. Und mit dem habe ich eine besondere Verbindung. Ich mag das Design extrem. Eine besondere Verbindung ist übertrieben. Ich mag Elevoltec sehr. Hatte ich auch mal in der GPA. Also Electivire. Da sehe ich mich. Alles, was ich mir in der GPA hatte, ist schon mal sympathischer. Zeraora auch cooler. Riki ist auch nice. Psycho-Pokémon. Ich glaube, das ist tatsächlich Gardevoir. Ich glaube, das ist wahrscheinlich immer für mich Gardevoir. Da bin ich halt sehr Gen 3-Fanat. Wobei Mega Gardevoir vielleicht sogar mehr. Ja, weiß ich nicht.
Gerade wo halt einfach wegen Gen 3. Naja, follow da, Porti. Oder ist es Megagardevoir? Ha, der Fanboy. Ja, natürlich, der ist mein Gen 3 Herz. Ich glaube sogar Megagardevoir, weil ich das auch das Shiny Design. Ich finde Megagardevoir Shiny ist wahrscheinlich mit das schönste Shiny Pokémon überhaupt. Fighting. Ich mag Grasaf. Ja, Zapdos ist ein cooler. Skarbon auch ein sehr, sehr cooles Design. Skarbon feiere ich extrem. Hariyama, aber hier ist es eigentlich Hariyama. Mein Lieblings-Fighting-Type ist Hariyama. Was rede ich da? Sumedata ist mein Gen 3 Herz mal wieder. Aber es gibt, glaube ich, keinen Fighting-Type, den ich besser finde. Nee, Hariyama ist es immer. Hatte ich Merit. Meistergriff, nee, ich mag Hariyama mehr als Meistergriff. Ganz sicher. Ganz, ganz sicher. So, Rock-Type. Was zum? Wieso? Takumi Okumari. Wenigstens musst du das Rock nicht überlegen. Nee, ja, ich sag, ja, ich überlege gerade halt Steel-Type habe ich ja noch, ob ich da Steel-Type habe ich noch nicht, also ob ich halt bei Rock-Type Probopass oder bei Steel-Type Probopass mache, also Voluminas. Aber ich glaube, hier wird es eher Voluminas und bei Steel-Type mache ich ein anderes Pokémon. Volvok, ist auch sehr, sehr wild. Die Dämmerungsform, die feiere ich sehr. Ground-Type, Nidoking, Nidoqueen auch sehr cool. Nidoking feiere ich mehr tatsächlich. Was haben wir noch so? Hornio auch ein sehr cooler Ground-Type. Oh, Manfred, der gute Keifel. Aber Keifel ist jetzt nicht so. So wird das nicht sagen, dass das mein Lieblings-Boden-Pokémon ist. Wobei, ich sag, diese Anime-Folge damals hat mich schon geprägt. Also geprägt ist vertrieben. Aber die mit Norbert und so, es war schon eine sehr schöne Anime-Folge. Boah, ich glaube, actually ist echt Keifel. Ist ein Pokémon, was ich lieber mag. Knackkrank ist halt so Standard. Groudon, am I right? Ich mag Groudon. Aber jetzt nicht so sehr, dass ich sagen würde. Actually, es gab halt diese eine Keifel-Folge im Anime, die ich gesehen hatte. Und die fand ich so nice. Ja. Ich glaube tatsächlich, es wird Manfred. Manfred der Held. Ich glaube, es wird Pillowswine. Ich habe gerade kurz mal was zum Kuhstadt durchgelesen wegen unseres GPL-Kampfes. Ich werde ganz kurz darauf nochmal antworten. Okay, dann machen wir 14 Uhr. Ground schon Scorgo. Ja, Scorgo ist auch ein wilder. Demeteros, die Bader auch ein cooler. Flying. Was wäre ein wilder Flying-Type hier? Flugtaubos, Kramor sind die besten. Ich sag, Kramor feiere ich schon sehr, aber ich glaube nicht, dass der so Dingens ist. So, warte, ich gucke mal nochmal wegen was. Passt alles okay. Flying. Megapinsir. Eigentlich müsste Megapinsir. Never mind. Oder ist mein Lieblings-Käfer-Pokémon? Megapinsir. Habe ich ein Lieblings-Pokémon, Käfer-Pokémon, was ich da drüber packen würde? Ich denke, Megapinsir ist eher mein Lieblings-Käfer-Pokémon. Ja. Lieblings-Käfer-Pokémon, Beedrill. Ich glaube sogar, es ist tatsächlich nicht Gardevoir, Mega Gardevoir, sondern das normale Gardevoir hier. Nicht Mega Beedrill, Mega Pinsir. War ich kurz lost. Flying-Type. Taubos, Gyarados, Aerodactyl, feiere ich alle sehr, die ganzen Gen 1 Pokémon. Delibird, Mantax, Panzer-Aeron. Ich mag Panzer-Aeron tatsächlich sehr, allein vom Design. Ich glaube, es ist actually Panzer-Aeron. Butananda, Boros T, Mitch. Das ist hart. Flug finde ich hart. Ich liebe Boros T. Panzer-Aeron, aber Steel-Type ist nicht mein Lieblings-Steel-Type. Purs, Panzer-Aeron. Ich sag Purs, komm. Mitch muss, ja, Mitch muss. Der muss da rein. So, Poison-Type. Hyrapta ist auch ein wilder. Poison-Type. Bisher spiele ich noch nicht so. Oh, ich mag Rosea sehr. Actually mag ich Rosea echt gerne. Ist das mein Lieblings-Poison-Type? Drapion ist ein cooler. Ich mag aber auch Glibunkel und Toxicwax sehr. Ich mag auch Celazel sehr. Schwierige Geschichte. Was mache ich hier? Celazel? Feierst du Lazel?
Fire Rosia. Rosia fahre ich nicht so sehr wie Salazzle. Salazzle oder Toxicroak bzw. Glibunkel. Ich glaube, ich mag Glibunkel sogar mehr. Auch durch Pocken und so. Schon cooler. Ich glaube, sogar Glibunkel ist es. Über Salazzle. Krogan, komm. Ich denke auch ein Wilder. Salazzle mega, ja. Dark Type, ja, das muss mega absolut sein. Da kenne ich, glaube ich, also da gibt es kein Unlicht-Pokémon, was ich mehr feiere. Gibt zwar einige, auch so Sharpedo feiere ich sehr, aber das ist mega absolut. Da muss ich mich für mega absolut entscheiden. Ghost Type, Sableye, ich habe Gen 3, also Gen 3 Sableye so gefeiert. Ich liebe das Design einfach. Dieses unique Pokémon. Das ist wieder mein Gen 3 Fanboy-Herz, was da schlägt. Skelabra feiere ich auch sehr. Doomguard, ui, ist auch ein cooles Pokémon. Puh, ups, ich wollte nicht Oricorio machen. Ja. Klapulra auch natürlich standardmäßig. Kennt ihr in der Urform? Was mache ich denn jetzt hier? Ich glaube, es wird Sableye. Kompetitiv überhaupt nicht mein Pokémon, aber so vom Design und vom Pokémon an sich, ich glaube, es ist Sableye. Oder? Das glaube ich, fahre ich auch selber. Ich glaube, das ist. Nee. Eis. Ja, Eis Weaver sehe ich schon hart. Nibuna ist da schon krass. Ja, doch, ich glaube, es ist Nibuna. Nibuna ist generell eines meiner Lieblings-Pokémon. Doch, das ist Nibuna. Da brauche ich auch nicht weiter gucken. Dein Follow-Rig ist Weavile. Na gut, auch ein Wähler. Das stimmt. Steel-Type. So, und da muss ich fast schon, glaube ich, für Meta rausgehen. Da bin ich halt basic. Ich glaube, da gibt es keinen Steel-Type. Ich feiere mega Lucario sehr. Lucario natürlich auch. Aber ich glaube, ich bin basic und gehe auf Metagross. Doch. Metagross ist es hier, glaube ich. Verzögerungsstorch ist doch ganz lustig mit Lugak. Ja, gut. Also ein Double halt, ne? Aber. Ja. Nicht Voluminas? Nee, in Rock habe ich Voluminas, Johnny. Dragon. Da muss ich. Da bin ich der Gen 3-Fanboy. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Salamence. Fairy-Type. Ein Sub. Robin! Einer geht noch rein. Vielen Dank für deinen Resub. Danke für 18 Monate der Treue, dass man fett ist. Press Love und Chatter. Danke für den jetzt bereits 18 Monate. Sehr, sehr appreciated. Und danke für den Support. Danke, dass du anderthalb Jahre dabei bist. Das ist sehr, sehr appreciated, Mann. Komm, paar Press Loves rein, Leute. Finara, auch ein Wilder, ja. Primarino, ja. Xerneas. Haben wir denn hier so, die Karpus, ich feiere Riki sehr. Ich mag Bundlebee tatsächlich auch sehr gerne. Florges, boah. Das Problem ist, also ich liebe Florges, aber Florges ist jetzt so, ich habe so lange nichts mehr mit Florges gemacht. Ist das die Nostalgie, die Gen 6 Nostalgie so gesehen? Ich meine, es ist immer noch 7 Jahre her. Ha. Bzw. 8 Jahre, 7,5. Schwierig. Ganz schwierige Kiste. Florges oder Coco. Magierna. Aber ich glaube, es ist actually sogar Florges. Ich glaube, es ist Florges. Mega Flunkio ist auch ein Bilder. Aber ich glaube, es ist Florges. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich danach schon ein Spiel mal gucken, Kevin. Wir gehen mal auf Get Image. Ich weiß nicht, ob das ist, was ich. Also, ob ich jetzt irgendwas hätte vielleicht abändern sollen, aber. Ich hab doch genug Fußgängerüberwege jetzt gedingst. Komm, hier. Das ist alles nicht alles Fußgängerüberwege. Alter, was macht der denn da? Berge oder Hügel? Das ist ein Berg. Das. So, bestätigen. Der gute Ding. Das gute Ding hier. So. Grafik mit neuen Tab anzeigen. Dann gucken wir uns das doch mal an, oder? Beziehungsweise hau ich das einfach mal sonst hier rein. Warte einen Moment. So. Welche Blütenfarbe? Ich glaube, also das, was ich damals in der GPM hatte, das rote, also rot-pink, warte, ich muss es gleich mal raussuchen, welches ich immer hatte. So, ich muss das immer ganz kurz erstmal hier, Hallöchen, da bin ich. Moin.
Was geht ab? So. Kannst den Link hier reinsetzen? Kann ich machen, einen Moment. Kann ich machen. Ein Momentchen. Mal. Oh, Team hat mir gerade einen Nintendo-Quiz geschickt, was ich im Stream machen kann. Ich hasse Team. Team hat mich gerickrollt, nachdem er selber gesagt hat, dass, also nachdem vorhin bei mir im Chat geschrieben wurde, dass du gerickrollt wurdest, warte, dass er gerickrollt wurde. Der Chat hat mir gesagt, dass du gerickrollt wurdest. Da wurde ich aber auch gerickrollt. Stark. Zweimal schon wurde er gerickrollt. Stark. Stark. So. Irgendwo bei Timo rein. Hat er meinen Stream gerade offen gehabt? Nee. Der Doofkopf. Hallöchen, André, was geht ab? Wie viele Ghost-Types sind dann steht da Zubiris? Hä, ich sag Zubiris feiere ich einfach wegen Gen 3. Was soll ich denn tun? Ich bin ja Gen 3-Fanboy, was soll ich tun? Vielleicht hätte ich es geändert, keine Ahnung, aber ich bin jetzt bei Zubiris. Ich bleib da. Kannst du, genau, ich wollte den Link einschicken. Jetzt sind wir ja schon zwei. So, ich schicke den Link an Rückloni nochmal, indem du deinen Link zu deinem Favpo und schickst. Nee, ich glaube, das würde jetzt nicht funktionieren. Ich glaube, du würdest schon aufpassen. So, gucken wir mal. Nee, mach einfach so. Da ist halt Gardevoir bei Psycho. Aber ich sag Gordrum, ja doch, Arcani, Kreutak, Lederking, Voltec, halt Gardevoir, Hariyama, Voluminas, Keifel, Boreos, Megapinsir, Klibunkel, Alola, Alola. Mega Absol, Zubiris. Snibuna, drei Dark-Types. Alter, richtig edgy bin ich. ein Meta, also Metagross, Butalina und Floros. Ich sag, das geht schon fit. Ich denke, das geht fit. Gut und selbst, mir geht's gut. Obwohl ich ein bisschen noch down bin, weil wir Worldwide verloren haben. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Quajutsu wäre mein Wassermann einfach wegen Anime komplett. Ich habe auch über Quajutsu einen nachgedacht. Ich feiere Quajutsu zu sehr. So. Ja. Wild. Wild, Leute. Machen wir noch irgendwas? Press the Energy Ball, kein Agla, man kennt's. Wenn ich mir Podas. Das ist halt nicht mein Lieblings-Pokémon. Also nicht Lieblings-Boden-Pokémon. Ja. Kalischer Hayama, dann 10 out of 10. Leute. Ich glaube, ich werde hier den Stream beenden. Ich denke schon. Ich bin halt nur ein bisschen sad. Wie das jetzt hier gelaufen ist. Kannst du einen Screenshot machen, mit anderen reacten können. Ich kann, also wenn ihr wollt, könnt ihr einen Screenshot machen. Ich kann mal kurz meine Cam rausmachen. Ich habe halt das abgespeichert. So, hallo, könnt ihr jetzt reacten, falls ihr einen Screenshot davon machen will. aber ja. Ja, nee, ich glaube, ich bin hier. Man sieht das oben rechts nicht oder so, genau. Leute, ich bedanke mich für den Support. Waren mal wieder sehr viel anwesend. Danke generell fürs dabei sein. Danke an die Lurker und alles um deinem Zeug, dass ihr natürlich zwischenzeitlich seid. Ich wurde auch an der eine Kommentar hat mich da ein bisschen getriggert. So, hey, gut, dass es endlich so nach dem Motto. Ja, aber weißt du, so ein bisschen Schadenfreude, wenn du halt weißt, dass du verlierst, das ist irgendwie uncool. Das habe ich halt irgendwie nicht so gefühlt. Ich kann komplett verstehen, okay, dass man auch Tode sehen will, alles dumm und dran, aber dass man sehen will, dass man halt das Projekt verliert, ist, weiß ich nicht, nicht so cool. Aber ja. Ist ja auch egal, war auch nur eine Person am Ende des Tages. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich bedanke mich für den Support, ich bedanke mich einfach, dass ihr dabei wart, mich dann aufgehalten habt nach der Niederlage an Worldwide. Und ich hoffe wirklich, dass ihr viel Spaß mit dem Projekt hattet. Ich habe jetzt natürlich keine schönen Abschlussworte gefunden, aber ich fand Worldwide war ein super tolles Projekt, es hat mir super viel Spaß gemacht, es gab super krasse Momente in diesem Projekt, einfach sehr, sehr insane. Sehr schönes Stream-Projekt, was schon sehr besonders war. Es war ein sehr, sehr besonderes Projekt. Deswegen, Kuss geht raus und ich werde mir irgendwas anderes ausdenken als nächstes Stream-Pokémon-Projekt, wo wir natürlich öfter noch verlieren werden. Das ist dann okay. Die Art und Weise, wie wir jetzt halt heute verloren haben, war halt blöd. Und das war halt keine Hardcore-Naslock. Das kommt halt noch dazu. Ich sag bei einer Hardcore, also deswegen, ich will ja unbedingt auch eine Hardcore-Naslock machen und deswegen war ich so, okay, aber ich will Worldwide beenden. Und es ist möglich. Weil es eben keine Hardcore-Naslock ist. So, ja. Und also in dem Run ist es zu erwähnen. Gut, Leute, danke fürs dabei sein. Danke für alles. Ich werde euch jetzt noch weiter schicken zum guten Timo. Ich wünsche euch da noch viel Spaß. Lasst da ein bisschen Liebe da. Danke fürs dabei sein. Gute Nacht.
Und ja, bis dann. Schlaft schön, Leute. Und wir hören uns. Tschüsseli.